What's poppin'? Nach, ich glaube mal 2, 3, 4 Tagen nochmal wieder einen Stream anschmeißen. Was sich auch lohnen wird. Hoffe ich mal. So, jetzt mal gucken, ob der Stream auch läuft. Ob alles läuft, wie es laufen soll. Im Endeffekt muss ich ja immer noch... Das nochmal. Den Kollegen mal hier aufleveln. Ich bin dann auch gleich wieder da. So. Ja, das war's. Was habe ich denn jetzt freigeschaltet? Das war das hier. Der flößende Erscheinung zeigt auf übernatürliche große Distanz wirkt und dein Terrorradius ist um 22% vergrößert. Dein Blutpunkt. Echt 100%. Let's go. Wir versuchen mal unser Glück. So, gucken wir mal. Ist auch gut, dass nur einer eine Opfergabe von denen hat. Bei denen ist halt so wirklich das Wichtigste, dass ich irgendwie erstmal reinkomme. Also mit den Keller. Rote Wälder. So. Warte, ich glaube. Na doch nicht. Ich wollte sagen, ich glaube jetzt zu wissen, was das für eine Map ist. Thank you.
meine Kollegen. Die Musik ist so assi bei denen, ist mir gerade aufgefallen. Sicher wie und eh und je. Und das war jetzt schon sehr clean, ist mir gerade aufgefallen. Besser auch, dass Dreck hinter mir einer war. Bis jetzt läuft es aber schon etwas stabiler.
Ja. Nachdem es so gut lief, wollte es dann nicht mehr so geil. Muss dringend drüben. Die haben die scheiß Luke gefunden. Ich brauche jetzt schnell einen Schrank.
Das war eine Schildrunde doch. Ich war die ganze Zeit stumm, ich rede die ganze Zeit. Alles klar. Ich hoffe mal, dass ich mal eine Runde mit denen gewinnen könnte.
jetzt zu nice. Ich weiß halt auch nicht, wie man den irgendwie spielen soll. Nemesis ist ja klar, da hast du ja mit den Dingern schon einen großen Vorteil. Ich weiß aber noch nicht, ob der irgendwie ansatzweise auf einer bestimmten Map gut ist oder allgemein. Ich weiß, dass er abfacken kann. Ich weiß nur nicht, wie man ihn perfekt zum Abfacken nutzt. Also beziehungsweise soll man die Messer wirklich schmeißen ohne Ende und oder keine Ahnung. Thank you.
Oh!
Ha ha ha.